Hallo und moin, moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa. Heute haben wir einen Gast eingeladen, wieder mal vom Opernhaus oder vom Schauspielhaus, wo er ab und zu auch mal tätig ist, aber nicht so oft. Und da macht aber eine ganz andere Tätigkeit als die Herren, die wir schon mal, oder Herrschaften, die wir schon mal hatten hier, sondern ist ein Souffleur. Aber Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass er leise spricht. Ich habe mir vorher gebeten, noch etwas lauter zu sprechen, damit wir ihn gut verstehen. Guido Picard sitzt jetzt hier bei mir und ich möchte Ihnen den Herrn jetzt vorstellen. Herr Picard, grüße Sie. Grüß Gott. Grüß Gott, schön, ja. Ja, Sie sind ja Österreicher. Ich bin Österreicher, ja. Ja, was ich schon. Ja. Sie sind in Wien geboren. Ich bin in Wien geboren, ja. Ja, schöne Urlaubszeit jetzt, schöne Kindheit gehabt. Sehr schöne Kindheit, ja. In Wien. Was haben Sie so erlebt? Oder ist es anders, als wenn man jetzt in Kiel geboren ist? Deswegen ja, wir interessiert wohnen mich das. Oder wohnten. Also die Wohnung gibt es noch immer. Meine Mutter wohnt dort ganz in der Nähe von Schloss Schönbrunn. Der Park von Schloss Schönbrunn war eigentlich mein Kinderspielplatz. Wir haben einen kleinen Garten ums Haus gehabt. Meine Jugend oder Kindheit war eigentlich immer schon voll Musik. Ich habe früh angefangen, Klavier zu spielen und meine Mutter besonders hat mich immer in irgendwelche Museen oder Konzerte oder Ausstellungen geführt. Musste jede Menge von Führungen im Museum über mich ergehen lassen, wofür ich jetzt aber sehr dankbar bin, weil das ist dann irgendwie als Schatz zurückgeblieben. Und in Wien gibt es ja genug, was man sich anschauen kann. Ja, das glaube ich gerne. Ja. Hatten Sie so in der Kindheit auch andere Interessen, also so Sport oder irgendwas anderes? Ein bisschen Rollschuhlaufen und Fahrradfahren und Blödsinn machen im Park und ja, so ins Bar. Nein, also für Mannschaftssport bin ich leider völlig ungeeignet, immer schon gewesen. Ja. So, okay, dann kam die Grundschulzeit, gibt es ja in Österreich auch so wie in Deutschland? Ja, Volksschule, Mittelschule, das ist das gleiche wie Gymnasium. Und das schließt dann mit Abitur oder bei uns heißt das Matura ab. Ja, Matura. Mit 18. Ja. Wann machten Sie das und wo denn? Im Bundesrealgymnasium Wien 12 in Wien, ja. Hört sich gut an. Mit 18 Jahren die Matura gemacht und das ging recht problemlos und war eine schöne Zeit. Ja. Angenehme Schule, gute Lehrer, die waren alle Opernfans, so wie ich, das hat es erleichtert. Ja, es war alles in Ordnung. Und dann war es auch ein guter Abschluss dann? Ja, zufrieden. Ja, ich habe mein Abitur gemacht und war auch gar nicht so schlecht. Na gut. Und ich muss mich gar nicht so sehr anstrengen dafür. Nicht. Das war auch das schön. Ist ja gut, wenn es dir leicht gefallen ist. Ja. Sie sprachen auch schon in der Kindheit von Opernbesuchen. Sie hatten ja viele, viele Opernbesuche gemacht, ja auch in Ihrer Jugendzeit. Und zuerst, wie Sie sehr jung waren, da war es sicherlich nicht so ganz so toll. Aber irgendwie hatte das doch später in bestimmten Grund, dass Sie das später auch mal nutzen wollten, oder? Ja, ein bisschen von Opernmusik habe ich schon unbewusst mitbekommen durch die alten Schellackplatten meines Vaters. Ja. Und Musik war immer bei uns. Und dann in die Oper bin ich eigentlich zufällig gekommen. Da haben wir Besuch gehabt aus Graz, also so Mädchen, die habe ich im Urlaub mal kennengelernt und eingeladen, die sollen sich Wien anschauen. Ja. Und da haben wir uns halt die ganzen Sehenswürdigkeiten besichtigt und standen auf einmal vor der Wiener Staatsoper. Und ich habe gesagt, das wäre doch schön, wenn wir uns das jetzt anschauen können. Und da gingen wir rein, gibt es da eine Führung. Und der Pieteur hat gesagt, nein, da läuft gerade Parsifal, aber Sie können sich ja für 10 Schilling eine Karte kaufen, dann schauen Sie ein bisschen rein und in der Pause schauen Sie sich die Räumlichkeiten an. Das habe ich gemacht und mit ein bisschen Reinschauen ist der ganze Parsifal draus geworden. Das war hiermit meine erste Oper. Aha. Und damit hat mich der Virus gepackt gehabt. Okay. Und ich war süchtig und am nächsten Tag Don Giovanni und dann ab meinem 10. Lebensjahr verging keine Woche, wo nicht 3-4 Mal der Stehplatz besucht wurde. Ach so, früh schon? Ja. Mit 10 habe ich angefangen, ja. Aber dann gleich kräftig und intensiv. Ja, dann war Ihr Weg ja eigentlich schon geebnet, ne? Ja, also ich wollte eigentlich als Kind immer Lehrer werden, aber dann 2-mal Oper hat genügt, dass ich beschloss, Opernsänger zu werden. Und irgendwie ist es dann auch gelungen. Ja. Aber dann arbeiteten Sie zuerst an der Wiener Staatsoper, nicht? Was waren das denn Anfang für Tätigkeiten? Ja, also erst war ich am Stehplatz und alle Vorstellungen mit Anstellen. Und da sind ja viele Kollegen, die heute irgendwo Intendanten oder Dirigenten oder was sind. Und da hat mir dann einmal einer zugeflüstert, du kannst ein bisschen was dazu verdienen. Das
suchen sie für die Tosca und AIDA Statisten. Da kommst du eine Stunde vorher, stellst dich vor und wenn du Glück hast, wirst du eingeteilt, wie das da geheißen hat. Und da bin ich halt hingegangen und der fand mich recht nett. Und meine erste Oper war dann die Tosca. Ich erinnere mich noch die Besetzung. Das war Placido Domingo, Galina Wisniewskaja und Kostas Paskalis. Und dazu habe ich dann vielleicht bei einer späteren Frage noch eine Geschichte dazu zu erzählen. Aber jedenfalls, und dann haben sie gesagt, ja, morgen zur Bohem kannst du auch kommen. Und dann bin ich da schon zwei, dreimal wöchentlich, habe ich mir immer was dazu verdient. Einmal über die Bühne gelaufen oder zweimal. Später sind dann schwierigere Sachen dazugekommen. Habe gar nicht so schlecht verdient. Und wenn mein Auftritt vorbei war, auf der Seite geblieben, verbotenerweise, und haben mir den Rest der Vorstellung angeschaut. Also man kann das gar nicht als Arbeit bezeichnen, aber ich bin dafür bezahlt worden, habe viele Leute kennengelernt und ja, das hat Spaß gemacht. Das war jetzt neben Ihrem Studium? Das war neben der Schule schon. Also so. Mit 15 habe ich angefangen damit. Meine Mutter musste sehr viele Entschuldigungen schreiben, dass ich krankheitshalber leider Proben für Schwanensee habe oder sonst irgendwas. Aber es ist trotzdem ausgegangen. Und das ging dann während des Studiums und nahtlos ins Engagement dann über. Ich war schon woanders engagiert und wenn ich in Wien war, habe ich immer noch ein paar Abende als Statist gemacht und da ist das eine fließend ins andere übergegangen. Ja. Sie hatten ja in der Zeit schon auch sehr, sehr bekannte, einen haben Sie es schon gerade mal genannt, sehr, sehr viele bekannte Künstler kennengelernt. Nicht? Wer war das? Können Sie noch daran erinnern? Also von Regisseuren, was ja in Wien, Österreich dazugehört, Otto Schenk, das war, den war dann mein erster Regisseur, auch wie ich als Sänger in Innsbruck debütiert habe. Dann natürlich Herbert von Karajan habe ich erlebt als Dirigent, mein, nicht persönlich, aber ich bin da auf 10 Meter Entfernung oder was. Leonard Bernstein, Karl Böhm, Birgit Nilsson, Leonie Rüsenegg, Domingo Pavarotti, Carreras, sowieso, Nicolai Getter, also alles, Mirella Freni, also alles, was es in dieser Zeit an großen Opernstars gab, habe ich irgendwie kennengelernt. Die Tänzer auch, Ballett, Rudolf Nureyev, Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler habe ich noch erlebt. Also ich habe da einiges quasi teilweise bewusst, teilweise unbewusst mitbekommen und jeden Tag als selbstverständlich und als naturgegeben eingeatmet. Schöne Zeit. War schön, ja. Glaube ich gerne, ja. Sie studierten dann wo und welche Richtung? Ich habe in Wien an der Musikhochschule Sologesang, dann kam dazu Liedgesang, Liedoratorium und Operndarstellung. Und dann, weil ich alles, was für Singen und Oper gut sein könnte, sollte, und weil mich auch Sprachen immer interessiert haben, habe ich dann Romanistik, also Italienisch-Französisch studiert und dann auf der Uni alles mit Logopädie, Phonetik, Rhetorik, alles, was mit Sprache, Stimmpflege, Stimmgesundheit und alles, was damit zu tun hat, irgendwie mitgenommen. Also. Ja, und wie Sie dann fertig waren, da hatten Sie Ihre ersten Anfänge als Solosänger. Ja, also ich... Entsinnen, wo das überall war? Also wie es eigentlich fast üblich ist, man studiert noch und dann ist irgendwo ein Konzert in einer Kirche. Bei mir war es die Johannespassion von Bach, Evangelist und Arien. Und das hat dann irgendjemand gehört und dann hat mich eine andere Kirche eingeladen. Dann war es die Matthäuspassion, Mozart, Requiem, alle diese Dinge. Und dann hat sich irgendwie ergeben, da hat mich auch ein Dirigent, der an der Staatsoper dirigiert hat, gehört, hat gesagt, ich bräuchte da in Münster, sing mal vor. Und da war dann Tannhäuser, war die Rolle des Walter von der Vogelweide in städtischen Bühnen Münster. Und das war dann mein Debüt im Tannhäuser. Und diese Rolle habe ich dann an verschiedenen Häusern noch recht oft auch noch gesungen. Aber das war eben meine erste... Opernaufführung, wirklich engagiert für Geld, mit Vertrag und so, war in Münster. Dann war ich in Münster, in Klagenfurt, viel Konzerte gemacht und dann habe ich für 2 Jahre einen Solo-Vertrag, einen Solo-Eleven-Vertrag an der Wiener Staatsoper bekommen. Ach, wie schön. Und da war ich natürlich glücklich, weil das war, da ging absolut ein Traum in Erfüllung in dem Haus, wo ich seit meiner Kindheit wirklich alle die berühmten Großen gesehen und gehört habe, dass ich da selber stehen darf und, das, und singen das, darf. Ja, das glaube ich gar nicht. Das war schon sehr schön. Das, das war dann auch Glücksfall, ne? Das war Glück, das war schon ein Glück. Kann ich jetzt rückblickend noch mehr sagen, als ich es damals vielleicht verstanden habe.
Jetzt, dann sind Sie direkt von Wien nach Kiel gekommen, oder? Nein, da war noch lang dazwischen. Was war denn dazwischen? Ich kam dann von Wien nach Innsbruck, war 5 Jahre fest in Innsbruck, Landestheater Innsbruck engagiert, habe dort alles in dem Spieltenorfach gesungen, rauf und runter. Dann war ich in Magdeburg, dann in Eisenach. Und dann bin ich gelandet an einem kleineren Theater in Hamburg, die Hamburger Kammeroper. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist ein Haus, das hat sowohl Theater für Kinder als auch am Abend für Erwachsene. Und da habe ich dann im Laufe von 6 Jahren über 940 Vorstellungen gesungen. Und das war dann auch der Grund, dass ich mir allmählich überlegt habe, vielleicht doch was anderes doch zu was machen. Anderes zu machen. Gut, okay. Und dann kam, wie gesagt, Kiel. Ja. In Kiel haben Sie da gesungen oder sind Sie da gleich, war da schon Ihre Umstellung? Nein, das war die Umstellung. Also wie gesagt, ich war in Hamburg und das war wirklich ein Knochenjob. Vormittags 2-mal Zauberflöte, nachmittags 1-mal Zauberflöte für Kinder und am Abend dann die Entführung oder irgendwann, nein, Entführung war es nicht, Hochzeit des Figaro für Erwachsene. Ja. Also man ist wirklich nur in sein Zimmer gegangen, hat die Stimme geschont, hat Angst gehabt, ob es am nächsten Tag noch geht. Manchmal ging es besser, manchmal ging es schlechter, manchmal dann gar nicht mehr. Dann hat man nicht singen können, auch kein Geld bekommen dafür. Das hat ja auch nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, also bis zur Rente möchte ich das auf diese Art nicht mehr weitermachen. Ja. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen im Internet. Da war ich auch ganz Internetbeginner. Also ich bin da ganz spät dazu gestoßen worden eigentlich. Und die suchen jemanden, der Oper kennt, der sich mit Sängern zutraut, umgehen zu können, der Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch spricht. Und ich dachte, das wird eigentlich passen, habe ich mich vorgestellt. Das war jetzt Kiel? Das war jetzt Kiel, ja. Das war jetzt der Umstieg vom Sänger zum Souffleur, was ich jetzt mit viel Freude hier das 9. Jahr bin. Und da war ein Vorstellungsgespräch mit Herrn Karasek und einige Leute, die ich damals noch nicht kannte. Da habe ich halt so erzählt, so wie ich es jetzt bei Ihnen tue, oder ein bisschen konkreter. Und da wurde ich dann für eine Vorsoufflage eingeladen. Dann habe ich 2 Proben für Wozzeck souffliert in der Regie von Herrn Karasek. Dann kam das berühmte Sie hören von uns. Dann habe ich sehr lange nichts gehört. Und dann kam eine E-Mail. Herr Pikal, es tut uns leid, dass wir Sie so lange warten haben lassen. Aber wir dürfen Ihnen mitteilen, dass wir Sie engagieren möchten. Oh. Und das war dann noch mit Probezeit, 3 Monate. Und die habe ich anscheinend recht gut bestanden. Und jetzt bin ich hier und das macht mir nach wie vor Freude, wie am ersten Tag oder manchmal noch mehr. Ja, das war dann ja praktisch auch etwas Gewolltes, ne? Dass es Sie war, aufgrund dieses Stresses in Hamburg. Es war nicht geplant, aber es war nicht, wie soll man sagen, es war nicht geplant, aber es war dann im Ergebnis doch gewollt. Ich wollte irgendwann mal was anderes machen. Ja. Weil wenn man dann wirklich an guten Häusern gesungen hat, und ich habe an kleinen, aber auch an besseren gesungen, und dann die Vorstellung, dass man mit 65 in irgendwelchen Turnsälen tingelt und sich selbst die Bühne aufbaut und dafür dann vielleicht 50 Euro bekommt oder was, das hat mich dann nicht so verlockt. Und ich habe mir gedacht, also irgendwas mit Oper, ein bisschen Ahnung habe ich ja davon, sollte es schon sein. Und dann hat sich gerade der Souffleur ergeben, dann habe ich drüber nachgedacht und dann bin ich drauf gekommen, eigentlich ist das perfekt für mich. Ich wäre vorher gar nicht auf die Idee gekommen, aber ich bin da reingeschlittert und bin sehr gut in die richtige Richtung geschlittert, glaube ich. Und glücklich dabei. Ich bin glücklich, ja. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, kann ich Sie jetzt fragen danach oder ist es bei Ihnen nie vorgekommen, dass Sie mal gedacht haben, Mensch, wenn ich das nicht gekriegt habe, was hätte ich denn bloß gemacht? Ach, man denkt dann schon, man sitzt da irgendwo als Nachtportier in einem Hotel herum oder als Pförtner, nichts gegen diese Berufe, nein. Aber oder dann Regieassistent, da bin ich zu alt dazu, weil das sind meistens die ganz Jungen, die selbst Regisseur werden wollen. Und da habe ich auch nicht den Nerv, das alles aufzuschreiben und wieder auszuradieren und also jetzt nachträglich wüsste ich nichts anderes, wo ich im Theater mich da besser
verdingen könnte, als da, wo ich jetzt bin. Ja. Ist auch nicht wichtig. Sie sagten jetzt gerade in vielen, vielen Sprachen, oder Sie sprechen ja viele Sprachen. Ja. Perfekt, oder ist es immer nur auf das Stück? Ja, also perfekt würde ich sehr vorsichtig sein mit dem Begriff. Aber ich glaube, ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch sehr gut, ja. Französisch gut, Russisch habe ich jetzt angefangen, kann mich verständigen. Aber ich kann es so weit, also auch Russisch, es geht. Es ist ein bisschen langsamer, ich mache ja. ein bisschen Fehler. Ja. Aber gerade die Stücke, die ich mache, und da habe ich auch wirklich den Ehrgeiz, dass ich kein Wort oder keinen Satz sage, von dem ich nicht genau weiß, was ja. er bedeutet. Auch ja. grammatikalisch, phonetisch. Und es kann auch jeder Sänger zu mir kommen, du, was heißt das genau und warum oder wie. Also das ist ein, für mich eigentlich fast der wichtigste Teil der Arbeit, dass ich dann absolut Bescheid weiß, ja. worüber man redet, worüber oder singt. Man redet, ja. 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 Jetzt interessiert uns das mal, Ihre Tätigkeit. Erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen, wie das bei Ihnen so abläuft. Ja, also man erfährt ungefähr ein Jahr oder dreiviertel Jahr vorher, was für Stücke kommen. Dann, ich habe eine Kollegin am Opernhaus, also wir sind zwei Souffleure. Ja. Und wir teilen uns das freundschaftlich ein, wer was macht. Und wenn man dann weiß, diese Stücke kommen auf einen zu, dann besorgt man sich das Material, soweit man es nicht hat. Besorgt man sich Aufnahmen, soweit man sie nicht sowieso hat. Ich habe die meisten daheim. Ich habe 1200 CD-Gesamtaufnahmen daheim stehen. Und auch die Klavierauszüge und so habe ich sehr viel sowieso schon. Und dann fängt man halt dann an, das Stück durchzuarbeiten, also wirklich zu lesen. Besonders für mich ist es wichtig, erst einmal nur den Text zu lesen, unabhängig von der Musik, damit man nicht vom Anfang an in dieses Gleis kommt, im fernen Land, unnahbar euren Schritten, sondern dass man erst einmal wirklich den Text bewusst als Text analysiert, wahrnimmt, studiert und die Musik ergänzt das Ganze. Und dann muss man die Musik natürlich, klar, dann muss man sich das nicht nur textlich, sondern auch rhythmisch, musikalisch einteilen. Was geht in vier, was geht in drei, wie sind die Pausen? Weil man ja dann im Ernstfall dann den Text nicht irgendwann mal vorsagt, sondern möglichst so kurzfristig, dass der Sänger noch die Nachricht bekommt, aber deshalb nicht zu früh oder zu spät einsetzt, ja. einsetzen kann, ja. Und dann ist eben das Stück vorbereitet und das ist für mich einerseits Arbeit, aber gleichzeitig ja. Vergnügen, weil es interessiert mich dann auch die Hintergründe und die verschiedensten Aufnahmen und ich bin da immer recht extrem und von einem Stück, was wir machen, kaufe ich dann die Aufnahme, dann die. Also vom Ring habe ich mittlerweile 21 Gesamtaufnahmen daheim. Ja. Und die höre ich mir dann auch alle an. Also dann nicht nur mit Noten und mitlesen, sondern auch am Abend Kopfhörer auf, setze mich hin, relax und höre mir den Akt oder die Oper oder was an. Und das ergibt dann einen Gesamteindruck und dann glaube ich, das Stück gut zu kennen und dann hin und wieder liest man es noch einmal durch. Bei den ersten musikalischen Proben setze ich mich oft dazu, schaue, wie die Sänger das drauf haben, was für Tempi der Dirigent nimmt und trage mir auch ein, wo Schwierigkeiten sein könnten. Ja. Man lernt die Sänger kennen, man sieht, wer wie sicher ist. Ich meine, man muss davon ausgehen, sicher, die Sänger, die die Bühne betreten bei uns, können ihre Partien. Ja, sie können ihre Texte, sie können ihre Musik, sie können ihre Rollen. Aber jetzt kommt der zweite Teil der Arbeit, das sind einmal die Proben. Ja. Und bei den Proben geht es ja nicht durch. Da macht aber bei den Proben sind Sie auch dabei? Ja, also ab der ersten, das ist das sogenannte Konzeptionsgespräch. Ja. Da ist der Regisseur, der Dirigent, Dramaturgie, sämtliche betroffenen Abteilungen und die Sänger natürlich. Mhm. Und da wird das Konzept dann dargelegt und dann fangen die szenischen Proben an. Da ist dann, steht dann ein Probenplan, Szene 1 für den und den und den. Und dann fängt man halt langsam an mit einer Szene. Und da wird natürlich sehr oft unterbrochen oder zurückgegangen. Ja. Da sind die Sänger vielleicht noch nicht ganz so sicher. Und wenn wir dann beim fünften Mal, jetzt gehen wir 10 Takte zurück, jetzt gehen wir 15 Takte zurück, da ist es dann für die Sänger manchmal schon sehr verwirrend. Wo sind wir jetzt gerade? Wo fangen wir an? Wo geht's weiter? Ja. Ja. Und das ist fast
der Hauptteil meiner Arbeit bei den Proben, dann wirklich immer zu wissen, wir sind jetzt genau da, pass auf, jetzt da. Und wenn irgendeiner einen Fehler dreimal macht, sage ich, pass auf, das hast du vielleicht falsch gelernt oder was. Ja. Und da verfolgt man dann 6 Wochen lang den Probenvorgang, ist dann immer dabei. Am Anfang, es gibt Sänger, die wollen gern jeden Text vorher bekommen. Andere, die sagen, du, ich bin ganz sicher, wenn ich hänge oder wenn ich herschaue, dann hilf mir. Manche, ja. Bei manchen genügt ein Blick. Ich schaue wirklich immer mit einem Auge in die Musik, mit dem anderen Auge zum Sänger, soweit das möglich ist. Und ich kenne dann schon deren Mimik und deren Körpersprache, wann ich gefragt bin und wann nicht. Und es ist dann meistens so beim Probenvorgang, Anfang hört man sehr viel von mir und dann im Laufe der Proben soll es dann immer weniger werden. Und bei den Vorstellungen dann wirklich, wenn Not am Mann ist oder so gewisse Punkte praktisch prophylaktisch, ja, Hilfe zu stellen. Aber wie gesagt, die Sänger, die können ihre Sachen. Es ist halt nur auf der Bühne, es ist nicht so leicht, wie man glaubt. Oft hört man das Orchester nicht, man muss spielen, man muss irgendwo raufklettern, man sieht den Dirigenten nicht, man verzählt sich. Es kann so viel passieren, obwohl man eine Sache gut kennt. Und da ist dann immer gut zu wissen, da ist jemand, wenn es ganz daneben geht, der ruft oder singt oder schreit dann irgendein Wort rein oder eine Phrase und es hilft dann hoffentlich. Ja. Ja. Sie sitzen aber auch mit im Graben im Orchester. Graben, nein, das ist also der Platz für den Souffleur, den in der Mitte, wie man es gewohnt ist von früher, den gibt es bei uns leider aus Raumgründen nicht, so, weil das, ja, Orchester geht bei uns unter die Bühne, ja, und wenn ich den Platz hätte, wo normalerweise der Souffleur, ja, ist, dann würde ich wahrscheinlich sichtmäßig 5 bis 6 Orchestermusikern den Platz wegnehmen. So. Und das will ich, kann ich dem Orchester nicht antun, weil bei den großen Dingen, die wir spielen, ist der Orchestergraben oft sowieso ein bisschen beengt. Ja. Und ich bin dann auf der Seite. Das ist dann nicht so ganz ideal. Aber es funktioniert. Also wichtig ist, dass ich Blick zu dem Sänger habe, ja, der Sänger Blick zu mir und dass er in Hörweite ist. Problematisch ist manchmal, wenn er weiter weg ist, ja, und es eine leise Stelle, dann muss man immer abwägen. Lasst man jetzt durch, dass da ein Wort vielleicht nicht ganz richtig ist, oder brüllst du dann rüber, la mia facufietta oder sonst irgendwas, ja, und das ganze Publikum, ja, erwacht oder, ja, oder ist in seiner Illusion, seiner Illusion gestört. Und das, ja, soll ja auch nicht sein. Also die Vorbereitungszeit ist eigentlich für Sie die anstrengendste? Also einerseits die arbeitsintensivste, ja, weil ich dann, ja, mich wirklich durch, ja, das Stück durcharbeite und es dann gut kenne, aber auch die interessanteste, weil man da wirklich, ja, noch forschend tätig sein kann. Ja. Und die Probenzeit ist auch für den Regisseur natürlich die Hauptarbeit und die Sänger, die lernen dann auch szenisch und musikalisch den, ja, letzten Feinschliff. Und die Vorstellung ist natürlich, da wird es dann ernst. Also es ist dann in der Menge nicht so viel zu tun, aber ich muss immer da sein und ich muss immer aufpassen, ja, und auf Sprung sein. Ja. Und das sind auch Vorstellungen, wo ich dann überhaupt nichts gesagt habe. Also, aber das heißt nicht, darum mag ich diese Frage überhaupt nicht, wenn jemand kommt, bist du heute zum Einsatz gekommen? Also zum Einsatz komme ich, indem ich meinen Platz betrete. Und dann, ja, konzentriere ich mich, pass, ja, auf, bin immer bereit, hoffe, wenn was passiert, rechtzeitig zu sein. Aber auch wenn nichts passiert, habe ich trotzdem gearbeitet, glaube, ja, ich. Der Feuerwehrmann hat ja auch gearbeitet, wenn es nicht brennt. So ist nicht? Es. Ja, ja, und vor allem Sie sind ja auch die Sicherheit dann für, so irgendwie, für, ja, die Aktiven. Ja. Ne? Ja. Na, ich kann mir vorstellen, dass Fehler, die dann auftreten, vielleicht in den ersten oder in der Premiere eher mal auf oder in den ersten Vorführungen auffällt. Aber wenn später, wie lange läuft immer so ein Stück? Einige Monate, ne? Ja. Ja, meistens eine Spielzeit, ja, wenn es sehr erfolgreich ist, 2, ja, oder 3. Musicals haben mehr Vorstellungen, 20, 24, können auch wieder aufgenommen werden. My Fair Lady, glaube ich, kommt jetzt die 3. oder die 4. Spielzeit. Ja. Ring des Nibelungen ist so ein Mammutswerk. Da hat man wirklich 3 Jahre lang gebaut, dann zum Abschluss einmal den, ja, kompletten Zyklus gespielt. Und dieses Jahr kommt noch einmal zum Abschluss noch einmal der komplette Ringzyklus. Ja. Ich meine, je länger die spielen, je sicherer werden dann ja auch die
die aktiven auf ja, der Bühne. Es ist natürlich auch so, dass es ja nicht immer die gleichen Sänger sind. Gerade wenn also gerade bei den großen Wagner- oder Strauss-Opern, wenn es dann längere Zeit liegt, dann kommt manchmal eine andere Besetzung. Es kommen Einspringer, es stehen Sänger nicht mehr zur Verfügung. Also es ist da schon, ich meine, das Stammensemble ist immer das Gleiche, aber es kann sich immer was verändern. Und gerade bei Stücken mit vielen Gästen und je größer die Oper ist, also auch vom Gewicht her, desto mehr Gäste haben wir dann, auch internationale Gäste. Wir haben am Haus Sänger und Musiker aus 36 Nationen. Die vertragen sich auch alle sehr gut. Ja. Aber jedenfalls, je mehr Gäste da sind, die haben ja nicht alle nur Zeit für uns. Die singen dann in München oder in Frankfurt oder in Bielefeld. In Bielefeld weiß ich nicht, aber wo auch immer. Und dann kann der nicht, dann kommt ein anderer, der hat dann eine Probe manchmal, schaut sich das schnell an. Und der ist dann auch dankbar, wenn er sich so konzentriert, wo ist der Partner, wo ist vorne, wo ist rechts, wo ist links, dass dann einer da ist, der aufpasst, dass er sich nicht irgendwie dann auch im Text oder in der Musik irrt. Okay, jetzt habe ich noch mal eine ganz spezielle Frage. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, Sie sind ja immer sehr, sehr engagiert dabei. Sie müssen ja auch praktisch immer mit den Notenblättern immer mitgehen, genauso wie praktisch der Dirigent. Ne? Immer auf dem Laufenden sein, was passiert da, wer ist jetzt dran und was passiert. Was passiert eigentlich jetzt, ich sag mal, der Sänger hat jetzt einen Hänger. Jetzt müssen Sie sofort einspringen, der guckt jetzt auf Sie. Ja. Und machen Sie das nur im Text oder ist das ein gesungener Text, den Sie ihm dann mitteilen? Nein, es ist schon gesprochen. Es ist gesprochen. Ich versuche es, wenn es notwendig ist, also rhythmisch gesprochen. Es gibt, wie gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder es kommt ein Hänger, der passiert, das ist Worst Case, nicht? Dann muss man schauen, dass man den nächsten Einsatz möglichst deutlich gibt, dass er dann weitermachen kann. Oder ein Sänger zögert und ich denke mir, oh, ich glaube, der setzt jetzt nicht ein, dann sage ich vorher deutlich, kurz, markant den Text. Oder ein Sänger schaut mich an, was kommt jetzt? Und dann sage ich ihm schön klar die ersten zwei, drei Wörter oder Silben oder je nachdem, wie viel er braucht. Wenn Sie jetzt diese Mitteilung sprechen, dann sprechen Sie die leise, so, dass es, wird es lauter übertragen? Oder? Nein, nein, das geht phonetisch. Also das ist, es hängt davon ab, wie laut die Musik ist. Je lauter die Musik ist, desto lauter kann auch ich sein. Ja. Je weiter er weg ist, desto lauter kann ich sein. Je leiser die Musik ist, dann muss man halt manchmal wirklich versuchen, laut zu flüstern oder irgendwas herauszufinden, dass es der Sänger hört, aber das Publikum nicht. Ja. Also ein Siegfried, da gibt es Stellen, da ist die Musik so laut, da muss ich voll brüllen, dass der Sänger mich hört und das Publikum merkt es trotzdem nicht. Merkt es nicht? Ja, da sitzt ein ist wirklich großes, massives Orchester. Ja. Also das schützt auch ein bisschen. Ja, da gehört natürlich auch eine gewisse Kunst bei Ihnen jetzt zu, sage ich, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Ne? Also Sie sagen immer passend die Lautstärke auch, dass der Sänger das hört und das Publikum ja, man nicht. Muss dann immer, man muss dann immer recht intuitiv sein. Ja. Was, also schaut mich der an, schaut mich der nicht an. Jetzt sehe ich, der Sänger sollte jetzt eigentlich einatmen oder sich vordrehen oder irgendwie in seiner Mimik, der sollte doch jetzt gleich was singen. Und dann denke ich mir, ich glaube, der hat es vergessen. Dann gebe ich ihm das. Manchmal sagt er, du, ich habe es eh gewusst. Nicht? Aber das ist dann weiter nicht schlimm passiert. Aber wirklich im Idealfall, wenn was ist, ist besser, man ist vorher rechtzeitig da. Ja. Weil wenn der Fehler passiert ist, dann ist es immer schwieriger, es unauffällig zu machen. Und ich versuche halt sehr mikroinvasiv zu soufflieren. Ja, gut. Aber wenn das jetzt so plötzlich kommt, Herr Pikal, das ist jetzt ein plötzlicher Ausfall, so schnell können Sie ja gar nicht reagieren, ne? Ich dachte, dann steigt da mal alter Puls. Ja, und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, wo kommt man jetzt am schnellsten wieder rein? Ja. Das, ne, wenn ich ihm jetzt sage, was er gesagt haben hätte sollen, dann, davon hat er nichts mehr. Dann versucht er wirklich den nächsten Punkt rein, wo es musikalisch, textlich, sinngemäß geht, dass er da wieder reinsteigt. Ja. Nicht? Darum ist eben wirklich besser, wenn man es vorher erahnt, jetzt könnte was passieren und dann lieber die ersten zwei Silben vorher. Und es gibt Sänger, also wenn Sie alte Opernaufnahmen hören, so Live-Aufnahmen aus Wien oder aus Mailand oder aus der Met, es ist wirklich wie ein
ein Echo, das vor dem Ton kommt, hört man fast immer so zwei Silben vorher den Text vom Souffleur sprechen. Und an großen Häusern ist das immer noch so der Fall. Und auch so bei Sängern, wo man glauben sollte. Also auch bei Maria Callas. Wenn Sie sich Live-Aufnahmen von Maria Callas anhören, ich habe das unlängst gemacht und mir dachte, das ist wie Callas, die hat das sicher alles so perfekt drauf. Die braucht keinen Souffleur. Die Mexico City, diese berühmte Live-Aufnahme, Callas geht raus, der erste Ton und schon vorher, das vorauseilende Echo, hört man schon den Souffleur. Also das war damals und heute teilweise auch noch einfach die Technik. Ja. Was natürlich bedingt durch meinen Platz, dass ich eben nicht in der Mitte, sondern auf der Seite bin, nicht so 1:1 umzusetzen ist. Aber man muss wach sein, man muss da sein. Ich singe innerlich alles mit, ich atme alles mit und versuche immer in Kontakt zu sein mit den Sängern. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für den Sänger, dass er weiß, wenn irgendwas passiert, es ist jemand da. Und ich hoffe, dem damit ein gewisses Vertrauen, auch Selbstvertrauen zu geben, dass er nicht da und bin ich jetzt richtig, bin ich falsch, sondern dass er wirklich frei singen kann und er weiß, wenn irgendwas ist, ich melde mich schon und schreie dazwischen. Ja. Das natürlich es klappt natürlich nicht immer. Also das ist, der Sänger kann sich irren, ich kann mich irren, es kann sich auch der Dirigent verzählen, es kann viele, es kann eine Trompete oder ein Horn oder eine Flöte nicht einsetzen. Also irgendwas, wir sind alle nur Menschen und glücklicherweise ist es keine Herzoperation, sondern eine Opernaufnahme. Aufführung. Also, und wenn einmal ein Ton kiekst oder ein falsches Wort kommt oder was, die Welt geht nicht unter. Wir nehmen es alle ernst, wir machen es professionell, es soll so perfekt und so gut wie möglich sein, aber wenn irgendwann mal was passiert, ist es nur menschlich. Überall nicht? So. Ja. Also überall so. Meinen Sie, dass das Publikum das merkt? Aber die müssen natürlich dann auch das Stück genau kennen, aber ansonsten fällt das sicherlich kaum auf. Ne? Es ist erfreulicherweise, ich muss sagen, ich selber exkludiere mich nicht, das Publikum bemerkt ziemlich viel nicht. Das heißt jetzt nicht, dass das Publikum dumm sei, Gottes Willen. Das. Aber wenn so eine große Oper läuft, man versinkt auch irgendwie in die Musik, in die Stimmung, in die Stimmen, in die Geschichte. Und wenn dann ein bisschen was wackelt, da geht die Welt nicht unter. Und ich habe auch einige Bekannte, auch ein Arzt von mir, der hat sich jetzt den ganzen Ring angeschaut und da sind ein paar Kleinigkeiten passiert und habe gesagt, haben Sie mich gehört? Nein, mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Also Gott sei Dank, die Stücke sind so groß und so komplex und wenn da irgendwas passiert, es geht die Welt nicht unter, aber es ist schon gut, wenn man es minimiert. Nicht? Okay. Ja, ist alles perfekt. Ne? Ja. Jetzt kommen wir mal 2017, da waren Sie in Peking. Gab es einen besonderen Anlass? Das war ganz was Tolles. Da kam ein Anruf von einem auch Stehplatzkollegen von mir, also den ich wirklich seit meiner frühesten Jugend kenne, der dann auch Operndirektor in Hamburg war und Chefdisponent der Salzburger Festspiele. Und der hat mich angerufen und gesagt, Guido, wir brauchen für Peking, wir machen die Walküre, wir haben keinen Souffleur. Könntest du? Ich gesagt, was, Peking? Walküre kenne ich, Peking kenne ich nicht. Aber ob ich hier weg kann? Und dann habe ich mir das im Kalender angeschaut und das hat nicht ungünstig ausgeschaut. Und sowohl Operndirektor als auch GMD, als auch unser Intendant, haben sofort gesagt, Mensch, das musst du machen. Und das Schöne, das war eine Produktion der Walküre in der Regie von Herbert von Karajan, die vor 50 Jahren die Eröffnung der Salzburger Osterfestspiele war. Und das war damals eine Koproduktion der Salzburger Osterfestspiele mit der Metropolitan Oper in New York. Und wie ich das erste Mal in meinem Leben in der Metropolitan war, habe ich die Walküre gesehen. Und das war genau die Produktion, die sie jetzt 50 Jahre später nachgebaut haben. Und als Koproduktion der Salzburger Osterfestspiele und des Beijing Musikfestivals gespielt haben. Und da bin ich halt hingekommen und diese Bühnenbilder davon hängen handsigniert vom Bühnenbildner Günther Schneider-Simsen seit 30 Jahren in sämtlichen meiner Wohnungen. Also wenn ich aufstehe, dann sehe ich in der Früh genau dieses Walküren-Bühnenbild, das ich da in Peking vor Augen gehabt habe. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Ja. Erstens die Musik, es waren internationale großartige Sänger, es war Peking und ja, es war einfach eine einzigartige Erfahrung. Das glaube ich gerne. Also nebenbei machen Sie auch, wenn Sie jetzt nicht deutschsprachige Kollegen oder Sänger haben. Ja.
Unterrichten Sie sie so ein bisschen nebenbei oder doch sehr intensiv? Ja, unterrichten. Ich sage nie unterrichten. Also schon, also ja, es heißt dann Coaching oder Training oder ja, wie auch immer. Ja, wie aber es ist dann schon, dann sagt die entsprechende Instanz, Guido, kannst du mit Herrn oder Frau so und so mal eine Stunde dich zusammensetzen und dann gehen wir mal den Text durch und ich versuche dann halt die Aussprache, aber eben nicht nur die Aussprache auf Phonetik der einzelnen Wörter, dass das alles schön und deutlich klingt, das ist wichtig, aber das ist nicht das Einzige, sondern auch, dass man den Sinn erfasst, also auch idiomatisch stimmt und aber wie gesagt, unsere nicht deutschsprachigen oder nicht deutsch-muttersprachigen Sänger sind alle sehr gut studiert und die können die Sprachen und die singen Deutsch, Englisch, Italienisch, wir haben auf Russisch, auch auf Tschechisch haben wir die Jenufa gemacht und da sind dann auch immer für schwierige Sprachen Sprachcoaches hier, aber so ein bisschen Aussprachetraining da und dann gehe ich auch während der Proben nicht unterbrechen oder was, aber wenn es dann irgendeine Pause ist, sage ich, du pass auf, dieses Wort, das wäre vielleicht schöner, wenn du es so aussprichst und da und da ist schon ein bisschen was zu tun. Ja, ist auch interessant. Ja. Das finde ich auch gut toll. So, jetzt kommen wir mal zu einer Phase. Jetzt haben Sie viele Krankheitsausfälle angenommen. Ja. Jetzt können wir mir vorstellen, dass Herr Daniel Karasek sagt zu Guido, weißt du was, jetzt musst du als Sänger ran, wir haben keinen mehr. Ja, auf der Bühne, also das, es ist eine lustige Geschichte erzählt, passiert, da war ich noch ganz frisch hier, das war Hello Dolly und dann ist dann im Laufe der Endproben dem jugendlichen Hauptdarsteller so mehr und mehr die Stimme weggeblieben und dann hat der Regisseur gesagt, Guido, mach doch du und dann habe ich so das reingesungen und reingesprochen und das war Musical, also mit Mikrofon und das war dann die Generalprobe und Hauptprobe und alle haben Angst gehabt, ob er das bis zur Premiere durchhält und dann hat der Regisseur gesagt, du mach jetzt die Haupt- und die Generalprobe, der spielt das und ich habe von meinem Platz mit Headphone das gesprochen und gesungen. Das Hauptproblem war immer rechtzeitig zum Soufflieren, das wieder runtergeben und zum Singen und Sprechen aufsetzen. Aber dann habe ich doch die Freude gehabt, da zwei wirklich große Proben mit Publikum eine Rolle akustisch darzustellen. Ja. Und dem Sänger war damit so weit geholfen, dass er bei der Premiere ausgeruht und frisch war und das gut mit Erfolg machen konnten. Und das war einmal, oder? Das war einmal, ja. Und bei den Proben ist es öfters so, entweder ein Sänger ist in irgendeiner anderen Produktion und kann nicht proben und das sind so 3-4 Sätze zu singen oder was. Und da, soweit ich mir es zutraue und Herr Karasek mir es zutraue, Guido, sing doch mal den Loge oder sonst irgendwas. Ja, da macht mir das schon Spaß. Sind, ja, vielleicht, sind vielleicht nicht alle Töne richtig, es klingt vielleicht auch nicht alles schön, aber dann kann man schon ein bisschen dazu beitragen, dass für die anderen, dass sie ihre Stichwörter bekommen. Sind Sie ein gefragter Mann, ne? Ja. Professor, ja. Ja, ja, doch, denke ich doch schon. Wenn Sie da aushelfen können. Und glaube ich schon, dass Sie da eine schöne Rolle spielen in dem Haus, ne? Ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, ich fühle mich gut aufgenommen und ich habe wirklich die Freude, mit wirklich tollen Sängern, tollen Menschen zu tun zu haben. Und vielleicht überträgt sich diese Freude, die ich daran habe, dass die Sänger auch mir glauben oder vertrauen. Und ich fühle mich sehr wohl und ich versuche wirklich so nützlich zu sein, wie man es halt sein kann in diesem Beruf. Ja. Wenn man viel bekommt, kann man auch viel zurückgeben. Ja. Und genau, ich bin ja immer umgeben von der schönsten Musik, die es gibt, von Theater, von Stücken, also Texten, es sind immer schöne Sachen, Fremdsprachen, es sind schöne Begegnungen und alles angenehme Dinge, die man da erlebt. Ja. Glaube ich gerne. Haben Sie neben Ihren vielen Tätigkeiten, sag ich jetzt mal, auch ein Hobby? Also so ein, ich reise gerne und ich lerne gern Sprachen und ich quatsche gerne in Fremdsprachen. Ich nütze das auch schamlos aus mit allen unseren Gastsängern, die ja wirklich aus allen Ländern der Welt kommen. Und im Urlaub, also ich bin sehr gern in Museen und also meine Lieblingsländer sind eben Spanien und Italien. Ach, ich bin romsüchtig, ich bin jedes Jahr mindestens eine Woche in Rom, obwohl ich da glaube schon jeden Stein zu kennen, aber irgendwie zieht es mich dorthin und man entdeckt immer wieder was Neues und Spanien und auch einfach am Strand sein, mit Leuten quatschen, sich's gut gehen lassen, schwimmen durch gern, am Abend gut essen, gut was trinken. Und schön. Richtig alles schön gemütlich machen.
Ja, ja. Das ist auch wichtig im Leben. Aber nicht nur, also auch am Strand, irgendeine Musik oder ein Buch oder irgendein Kapitel in einem Sprachbuch oder irgend sowas. Also nur Illustrierte lesen und Sonnen bescheinen lassen, das wäre mal langweilig. Also irgendwas muss dazukommen. Irgendeine Erfahrung oder ein Wissen oder eine Begegnung oder irgendwas sollte schon immer dabei sein. Das ist sicherlich auch beruflich bedingt, ne? Ja, das ist eben mein Glück, dass ich mich für das interessiere, was mir gefällt, und mir das gefällt, was mich interessiert. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, genau so ist es, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Pikal. Sie haben ja sehr viel erlebt in Ihrem Leben. Gibt es da vielleicht so ein ganz besonderes Ereignis? Lassen wir mal das Highlight weg. Ein ganz besonderes Ereignis, wo Sie sich gerne schon mal daran erinnern, wo Sie sagen, ich habe ja viel erlebt, aber... Das war doch so mit das Schönste, was ich in meinem Leben erleben durfte. Ja. Also dieses Peking war wirklich ein Highlight. Ja. Dann ganz kurz eines als Sänger. Dann sind auch im Tannhäuser sämtliche Tenöre für diese Rolle krank geworden. Und ich bin kurzfristig eingesprungen, auch im Tannhäuser, auch in Walter von der Vohlweide, und stand auf der Wiener Staatsoper mit René Collor und Waltraud Meyer und Kurt Moll. Und das war natürlich schon für mich toll. Und auch hier in der Arbeit zum Beispiel der ganze Ring mit Daniel Karasek und Herrn Fritsch als Dirigenten. Ja. Wenn man dann wirklich 3 Jahre bastelt, den ganzen Ring des Nibelungen gemeinsam baut, und dann findet es wirklich statt, und dann dieses Jahr kommt es ja noch einmal, das ist dann schon was Tolles. Das ist was Tolles. Nächstes Jahr Frau ohne Schatten von Richard Strauss, auch so eines der ganz großen Werke in der Regie von Frau Brigitte Fassbender, die ich auch vor 30 Jahren schon erlebt habe, wie sie eine ihrer ersten Regien macht in Innsbruck, habe ich unter ihrer Regie gesungen und jetzt souffliere ich unter ihrer Regie. Also das sind so Begegnungen oder Sachen, wo man sich drauf freut und über die man sich freut. Ja. Schön, ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben uns eine Menge erzählt. Jetzt so die Tätigkeit eines Souffleurs. Da waren wir natürlich, wir auch hier, sehr gespannt drauf. Ja, man kann sich ja kaum was vorstellen. Man weiß es nur, dass es sowas gibt. Und es gibt auch einen Kasten, wo sie dann nicht drin sitzen, sondern einfach erscheinen. Ja. Und das wollten wir gerne wissen, und das haben wir jetzt erfahren. Ja. Genau, und meine Zuschauer, denke ich mal, dass es ein interessantes Gespräch war. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich einmal, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Viele, viele Aufführungen noch und immer schön Text und Musik beibehalten, so wie Sie es bisher gemacht haben. Und vor allen Dingen Gesundheit und weiterhin alles, alles Gute und noch viele Jahre. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Gern geschehen. War mir eine Freude. Ja. Danke sehr. Alles Gute nochmal. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder aus dem gelben Sofa. In der nächsten Woche haben wir Tim Ole Jönk ist Direktor in Silicon Valley in San Francisco, und zwar in der deutschen Niederlassung, in dieser Niederlassung dort. Und da ist er Direktor, und der hat auch ganz tolle Sachen zu erzählen. Ich freue mich drauf, genauso wie jetzt bei Herrn Pikal, und sage bis dahin tschüss und schön, dass Sie dabei waren. Danke. Musik